Volumen ist Volumen. Volumentraining gibt es Volumen. Magerquark machst du weg, isst du Steak. Und jetzt hast du auch deinen Rücken verbessert, du hast dein Posing verbessert und die Form wird auch besser. Und der Bauch wird flach. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier in Bad Königshofen. Zu meiner Linken Roland Schürlock. Roland, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, Tim. Und Roland ist ja einer meiner Vorbereiter. Also ich habe ja den Manuel Bauer, das ist so mein Hauptansprechpartner, weil einen großen Boana muss man haben. Aber die zwei sind sehr, sehr gut befreundet über Jahre und auch mit mir befreundet. Und ja, wir sprechen uns ab. Und teilweise sprechen die sich im Hintergrund mehr ab über mich als ich selber. Manchmal bin ich überrascht, wie viel der über mich weiß und der Manuel. Und dann kommen wieder Informationen. Für mich, lange Rede, kurzer Sinn, perfekte Konstellation. Besser kann man es nicht haben, wenn man zwei so erfahrene Athleten und erfahrene Vorbereiter an seiner Seite hat. Jedes Training, wie könnte es auch anders sein, beginnt natürlich erstmal für den nötigen Pump zu sorgen. Den brauche ich auch heute wirklich, denn wir haben gerade einen Formcheck gemacht. Wir haben schon mal so einen leichten Ladetag oder Entladetag durchexerziert, also zwei Tage die Carbs ein bisschen runter, gestern die Carbs ein bisschen hoch, um zu schauen, was macht der Körper, wie reagiert er mit dem Wasserhaushalt und so weiter. Formcheck war zufriedenstellend. Also Formcheck war schon wirklich also sehr überraschend für mich. Ich sehe auch die Videos immer und live sieht es noch ganz anders aus. Also mega, also läuft wirklich alles richtig nach Plan. War noch nie so früh fertig, oder was heißt fertig, nicht, aber so früh so in Form. War immer so zwei, drei Wochen vorher, dann nochmal so Endspurt, nochmal richtig ranklotzen und dann war es oftmals so just in time. Und ich will den Tag nicht vor dem Abend loben, aber zurzeit würde ich sagen, bin ich im Timing. Jede Woche tut sich auf jeden Fall was. Genau, tut sich jede Woche was. Wenn sich jetzt die nächsten drei, vier Wochen noch was tut, dann sind wir glücklich. Deswegen Crank Pump Pro für einen Pump. Dann gibt es ein Schultertraining. Wenn ihr mich supporten wollt, bei esn.com, Rabattcode BEEF. Regelt wie immer, kriegt ihr die besten Rabatte. Cheers. Der Besitzer fragt, ob ich die Maschinen rausgesucht habe. Ich habe gesagt, ich würde gerne mit Seitheben anfangen, aber ich bin heute in deinen Händen. Ich würde erstmal mit Schulterpresse anfangen. Schulterpresse? Ja. Siehst du? Chef hat gesprochen. Jawohl. Ich mache so, ich mache kein nur Schultertraining. Ich mache Schulterdrücken und Seitheben und hintere Schulter. Und danach mache ich nochmal zwei Brustübungen. Weil Brust noch besser werden muss und Schultern eh recht gut sind. Sehr gut, ja. Also Brusttraining mache ich immer, separat. Ja. Aber beim Schultertraining. Und einmal bei Schultern nochmal zwei Übungen. Zwei Übungen dazu. Ja, das ist gut. Ich habe jetzt bei den Drückübungen auch oftmals mit diesen All-In- und Back-Off-Sätzen gearbeitet. Wenn ich dann einen schwer gemacht habe, so 6 bis 9. Ja. Und dann nochmal einen etwas leichter, aber dafür mehr Wiederholungen. Oder den leichteren, den Back-Off, als Dropsatz. Du bist ja eh Dropsatz-König. Genau. Bei mir immer Dropsatz. Aber Dropsatz ist mega. Brutal. Das ist so brutal. Also dann zweimal Drops und dann... Alt bewährt und funktioniert. Ja. Super, also Oldschool, da haben wir früher vor 30 Jahren schon gemacht. Das funktioniert heute auch noch. Funktioniert einfach. Ja. Brutal. Nein. Pumpen, wachsen lassen, Streifen produzieren. Ne? Und ich habe auch das Gefühl, ein gewisses Volumen brauchst du einfach zum Wachsen auch. Du brauchst ein gewisses Volumen, da kriegst du auch die Qualität. Ich habe mal Videodrehs gemacht, ja. Die haben immer gesagt, oh, wie ich dein Volumen immer machen müsste. Und ich dachte, Volumen ist doch... Das ist geil, das Volumen ist doch so geil. Steckt ja schon im Namen Volumen. Volumen. Volumen gibt's Volumen. Genau. Volumentraining gibt's Volumen. Genauso aber was mit Fleisch. Mit Qualität. Fleisch macht. Fleisch gibt's Fleisch. Fleisch macht Fleisch. Ja. Beim Roland sagte, was isst du jetzt? Sag ich, na so und so und so und so. Und abends habe ich jetzt noch Magerquark drin. Magerquark machst du weg, isst du Steak. Fleisch gibt Magerquark Fleisch. Ist halt minderwertiges Eiweiß, gell? Das, ja, es essen genug Leute, die. Habe ich in meine Story geschrieben? Ja, die sich nicht Fleisch jeden Abend leisten können, so 300 Gramm Steak oder so. Ja. Das kann sich auch nicht jeder leisten. Aber ich habe so meine Story geschrieben und da haben alle geschrieben, oder habe ich echt viel Nachricht bekommen, warum ist Magerquark minderwertiges Eiweiß und so? Also, Magerquark ist eine gute Eiweißquelle, gerade für Low Budget, ohne Frage. Wenn man natürlich jetzt im Profisektor ist, keine Ahnung, ein Vettel, der tankt ja auch kein Billigbenzin in seinen Formel-1-Wagen. Es ist halt vom Aminosäurenprofil her, ist halt das Fleisch, auch gerade das rote Fleisch, schon nochmal qualitativer, das ist schon so. Im Magerquark hast du ja Casein drin. Casein ist ja so die unterste Stufe vom Eiweiß. Wertigkeit 4. 5.
Drop. 7. Drop. Drop. 1. Schön mit Gefühl. Ja. Ja. Oh. Ha. Ha. Komm. 5. Gut. Jawohl. Nochmal droppen. Jawohl, noch einmal. Ach, schöner. Schöner Fuß. Jawohl, jetzt schön langsam Mitgefühl. Fuck, 5, komm. Ah, komm hoch. Ah. Eieiei. Geil, oder? Boah, richtig geil. Weil viele machen dann nochmal droppen und machen zum Schluss mit dem Gewicht nochmal 20 Wiederholungen. Dann haben die vorher nicht genug Gewicht drauf gehabt, was ja, ich meine? Oder nicht genug gemacht, ja. Umsatz an Wiederholungen, bis es mehr geht. Gerade dieses mit Gefühl und oben richtig anspannen, weißt du, ja. Ich meine? Das brennt wie Schwein, da brauchst du keine 20 Wiederholungen zu machen. Ja. Wir haben uns jetzt auch schon länger nicht gesehen, Tim. Jawohl. Wie ist es allgemein im Wohlbefinden? Wie läuft die Vorbereitung? Gut, sehr gut. Läuft alles nach Plan. Diät, Wohlbefinden ist, ich sag mal, der Zeit entsprechend. Wenn man jetzt 4 Weeks Out sagen würde, alles easy peasy, würde man lügen. Schon manchmal so ein bisschen abends Stecker draußen, manchmal so ein bisschen träge. Hungergefühl macht mir über die Jahre so gar nichts. Da gewöhnt man sich irgendwie dran, weil man denkt so, naja, Diät gehört auch Hunger dazu. Ist ganz normal. Ja, ich bin halt leider so ein Typ, ich muss relativ tief mit den Kalorien. Es gibt welche, die haben die ganze Diät keinen Hunger. So wie er hier früher. Oder was hast du früher gegessen? Ja, 6.000 pro Tag. In der Diät. In der Diät. Ja. Wie viel Kilo Fleisch? 2 Kilo. Wie viel Reis? 1 Kilo. Jeden Tag? Jeden Tag. Ich habe pro Mahlzeit 200 Gramm Kohlenhydrate gehabt. Das habe ich am ganzen Tag. Unvorstellbar eigentlich. Und habe dabei abgenommen. Muss halt damit klarkommen, was man hat. Also ich habe schon mal in der Diät geschafft. Ich habe das mal ausprobiert. Habe ich dann 4 Beutel Reis gegessen. Das heißt 500 Gramm Reis auf einmal. Und 800 Gramm Fleisch, ne? Da war ich satt. Krass. Da war ich erst satt. Krass. Also ich habe wirklich bei den 250 Gramm Reis pro Mahlzeit und 400 Gramm Hähnchen oder Steak, habe ich nur Hunger gehabt. Krass. Ich habe echt auch gehungert wie du. Aber ich habe halt nicht gegessen, habe trotzdem gehungert. Naja. Wie viel hast du in der Off-Season gegessen? Ja, in der Off-Season habe ich eigentlich weniger gegessen. Ich war in der Off-Season bei 3.500 Kalorien nur. Aber ich habe in der Off-Season nur 4-mal die Woche trainiert. Mhm. Also Off-Season war bei mir quasi so Recovery, ne, diese Ruhephase. Und die Aufbauphase war eigentlich bei mir in der Vorbereitung. Deswegen habe ich dann in der Vorbereitung dann auch zugenommen. Ich habe dann innerhalb von 6 Wochen dann 12 Kilo zugenommen oder so. Ich bin dann so gestartet mit 106, dann hatte ich irgendwann 118, 120 und Wettkampf hatte ich dann 110. Ne? Aber diese Off-Season war bei mir diese Recovery-Phase. Und da war ich bei 4-mal Training die Woche und 3.000 bis 3.500 Kalorien am Tag. Aber in der Vorbereitung, ja, da habe ich 12-mal die Woche trainiert und 2 Stunden Fahrrad pro Tag, also Cardio. Also 12 Stunden Cardio die Woche und 12-mal Training die Woche. Also kein Tag Pause? Sonntags immer Pause. Ich habe von Montag bis Samstag trainiert, morgens und abends. Okay, doppelt, ja. Doppelt und morgens und abends jeweils 1 Stunde Cardio, immer. Würdest du das heute alles noch genauso machen? Nein. Also Cardio würde ich auf jeden Fall weniger machen, aber Training auf jeden Fall 2-mal pro Tag würde ich immer noch machen. Echt? Aber halt weniger. Ich habe halt viel zu viel gemacht dazu. 2-mal pro Tag findest du aber gut. Ja, mega. Ich habe mir zum Beispiel morgens Brust gemacht und abends Arme. Am zweiten Tag habe ich morgens Quadrizeps gemacht. Abends habe ich dann Beuge und Waden gemacht. Am dritten Trainingstag morgens Schulter, kleine Muskel. Abends Rücken geballert. Und dann kein Tag Pause. Dann Donnerstag ging es wieder von vorne bis Freitag. Und am Sonntag Pause. Sonntag habe ich gar nichts gemacht, nicht mal Cardio. Und komm. Und komm. Hoch. Letzte. Ja. Und hoch. Komm. Hoch. Und immer Mittagsschläfchen. Ich habe jeden Tag Mittagsschlaf gemacht. Konntest du dich auch hinlegen und schlafen? Ich bin sofort eingeschlafen. Nichts du musst anders denken. Ich muss liegen, damit ich wachse. Weil der Muskel wächst im Schlaf. Du musst schlafen. Ja, hast recht. Du bist wie ein Baby, weil die Babys schlafen da auch immer mittags. Wo ich echt happy bin. Ich glaube, ja, du bist halt Riesenbaby, was ich meine. Ich glaube, das ist aber auch mit ein Grund, warum es gerade von der Form alles so gut läuft. Ich schlafe nachts gut momentan.
Guck mal jetzt, schau mal, wie das jetzt rauskommt alles. Da. Ja, ist krass. Krass ist, oder? Gerade jetzt, ne? Schau mal, was da passiert ist. Da ist die Ballonkugel. Sechs, sieben, die Kurven, jawohl. Brutal, fuck, brutal. Fuck. Mehr geht. Ja. Halten. Und jetzt nochmal halbe. Jetzt nochmal halbe. Pumpen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf. Jawohl. Es kommt alles intuitiv, weißt du, diese... Dafür liebe ich dich. Ja, das kommt einfach so, weißt du, nicht auf was auf dem Plan steht. Du machst einfach, wenn es läuft, dann machst du noch einen Satz, nochmal Reduktionssatz. Du hast halt so diesen Killerinstinkt. Du musst den Killerinstinkt haben, ja. Nicht bevor es anfängt weh zu tun oder schwer wird, ne, aufzuhören, ne? Dann ist eigentlich geil, gell? Dann erst recht, weißt du, dann fängt es erst an. Wahnsinn, ne? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Komm. Sechs. Komm, geht, ich bin da. Acht. Und komm. Nein. Komm. Brutal. Jawohl. Ich spür das Ding, Junge. Komm. Vier. Ja. Komm, Schneewittchen. Komm, ja. Komm jetzt. Ohren raus. Sehr gut. Ja, das Tim, Einzige... Sollst du dich auf dein Training konzentrieren? Ja, aber ich wollte die Scheiben haben und dann bin ich schneller fertig. Komm. Zwei. Vollgas. Fünf. Da geht noch was. Komm. Acht. Einmal. Noch eine. Komm. Zehn machen wir voll. Hoch. Und langsam ablassen. Ja. Langsam, Tim. Ja. Ah. Dann der Roland gleich noch ein bisschen geil. Rudern hier. Ich habe ein bisschen Rücken gemacht gerade. Also Win-Win-Situation. Ja? Er macht bloß, ich mache Rücken. Das Geile ist halt, mit dem Roland zu trainieren, du merkst halt, wie das Bodybuilding-Feuer in dem halt immer noch brennt. Und der ist halt, der trainiert richtig mit halt. Also so, der ist in mir drin quasi vom Feeling. So. So, stimmt, ja. Wenn der Satz geil war, hast du ja eben gehört, so geil, dann freut er sich, der Satz war geil, der hat gesessen und, ja, das, und ja. Das ist halt geil. So. Ich habe ganz oft Videodrehs, wo dann manche auch sagen, ja, für die Kamera und machen wir hier. Das interessiert ihn gar nicht. Der will, das ist der Muskel. Jawohl. Genau. Ein Leben lang infiziert. Aber ist auch schön. Du hattest ja vorhin schon gesagt, ungefähr 4,5 Wochen sind es noch. Genau. Bis Mailand, das ist der erste Wettkampf, gell? Genau, Italien, Spanien und dann Ende September Frankreich, beziehungsweise drückt mir die Daumen, dass es vielleicht Italien oder Spanien schon reicht, weil dann würde ich natürlich sofort den Riemen runterschmeißen, denn am 30.09. ist der ESN Day und der ist mir auch ganz, ganz wichtig, weil das ist so ein Tag, wie dieses Jahr waren wir nicht auf der FIBO vertreten, wo ich so auch als Athlet meinen Fans euch sowas zurückgeben möchte und einen tollen Tag mit euch verbringen möchte, den Tag richtig feiern möchte. Genau an dem Wochenende ist der Wettkampf. Ist natürlich klar, mein Job ist Bodybuilder und wenn eben ich die Quali noch nicht habe, dann werde ich da an dem Tag in Frankreich starten und leider nicht am ESN Day vertreten sein.
Aber drücken wir mal alle gemeinsam die Daumen. In Bezug auf Mailand und Alicante, hast du die Konkurrenz schon ein bisschen im Blick, oder? Ja, so ein bisschen Glück und Pech. Ich bin eigentlich normalerweise ein Athlet. Ich will mich gerne mit den Besten messen. Deswegen habe ich auch meine erste Profisaison in den USA gemacht, in New York und L.A., weil ich gesagt habe, gleich richtig in den Kessel rein. Mittlerweile bin ich natürlich schon so weit und sage, ich würde mich jetzt auch gerne mal qualifizieren und nicht immer so um eine Haaresbreite, um einen Platz dran vorbeihuschen, weil logischerweise kann nur einer Erster werden. Ich habe relativ starke Konkurrenz, Nathan D'Asher, schon ein paar Mal geschlagen worden von ihm. Regan Grimes, dann dieser Gott Vito, der macht sein IFBB Pro Debüt. Kommen auch noch ein, zwei andere gute, die habe ich aber gerade nicht voll auf dem Schirm, aber das heißt ein relativ starkes Line-Up. Das ist immer so ein bisschen Glücks- und Pechsache. Roland Schülock, können Sie Ihre Aussage wiederholen? Wir machen noch einen Drucksatz. Hat sich nicht so unscheinbar angehört wie gerade. Er war so angelehnt und sagte, machen wir noch einen Drop, oder? Jawohl, hier von nichts kommt nichts hier. Vollgas. Zwei. Wichtig ist, du musst ja die Streifen auf die Bühne bringen, ne? Weil massig bist du ja, du hast ja Muskeln, du hast viele Muskeln. Aber wenn man die Streifen jetzt sieht, die tiefen Teilung und sowas. Das ist halt mein Joker. Den ich ja, und jetzt, genau, dein Joker, durch die Qualität, durch die Muskelqualität. Und jetzt hast du auch deinen Rücken verbessert, du hast dein Posing verbessert und die Form wird auch besser. Und der Bauch wird flach. Und von der Seite, Soldatpose, gell? Diese, gell? Ja. Die sieht mega aus jetzt. Mhm. Die ist richtig gut, weil du hast sehr gute Seite hier. Das ist richtig schmal nach unten, das geht runter wie so ein Dreieck bei dir. Und das sieht richtig geil aus. Wenn dann noch der flache Bauch dazu kommt. Jackpot. Komm, komm, komm. Schön hoch. Schön vorsichtig. Ja, schon langsam ablassen. Boah, den habe ich gar nicht mehr gespürt. Geil. Vielen Dank. Gerne. War geiles Training. War echt geiles Training hier. Eine Sache muss ich natürlich noch erwähnen, bevor ich das Video komplett abschließe. An der Stelle vielen Dank an meine Freundin. Die supportet mich nämlich mega. Die bereitet mein Essen zu und macht alles im Hintergrund. Und ja, wird oft viel zu wenig erwähnt. Liegt einfach meistens daran, dass ich ein Video drehe woanders habe als sie und wie auch immer. Auf jeden Fall danke, danke für deine Hilfe. Gestern habe ich diesen Ladetag durchexerziert, hat sich abends, vorgestern abends um 10 in die Küche gestellt, die Dosen beschriftet, Meal 1, Meal 2, Meal 3, muss nichts machen. Deswegen, das weiß ich jetzt zu schätzen. Vielen Dank, mein Schatz. Danke.